Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video. Ich habe ein Paket bekommen und da freue ich mich jetzt ehrlich gesagt schon ein paar Wochen drauf. Das hat nämlich ein bisschen länger gedauert, bis es hier war. Wir werden auch gleich in die Unboxing-Ansicht gehen. Ich habe hier auch noch eine liebe Karte von YHE. Ja, und dann hier steht dann auch zum Beispiel ein kleines Ratespiel, was das von meiner Smartwatch ist. Und danke für die Zusammenarbeit. Ich danke auch für die Zusammenarbeit, weil ich habe mich darauf megamäßig gefreut. Und hier ist was unfassbar Tolles drin. Und zwar, am Titel habt ihr das ja schon erkannt, das ist eine Smartwatch, aber ihr wisst ja, durch meine Tattoos, ich bin ja, und hier, bei mir haut es ja, oder auch hier vor allen Dingen, und hier unten, ja, bei mir haut es mit dem Blutdruckmessen ja nicht so hin. Und ich bin ja vorbelastet. Durch Bluthochdruck und so. Also ich habe megamäßigen Bluthochdruck. Ich muss Bluthochdrucktabletten nehmen, 16 Milligramm. Kann das Santan nämlich, falls ihr fragen wollt. Also das ist jetzt kein, also das sage ich jetzt nicht, um zu sagen, ja, tolles Produkt oder so. Nee, das ist wirklich so. Ich nehme wirklich starke Blutdruckmittel. Und dieses kleine Wunder soll endlich Abhilfe schaffen, dass ich auch wirklich Blutdruck messen kann. Das soll ein vernünftiges Blutdruckmessgerät sein in einer Smartwatch. Und das werden wir uns jetzt gleich angucken. Ich würde sagen, wir wechseln mal in die Unboxing-Ansicht. So, und schon sind wir in der Unboxing-Ansicht. Es spiegelt noch ein bisschen. Ja, wir haben jetzt halt hier oben Smartwatch und dann haben wir hier das Modell. Das ist das Y001S Color Black Silver, also schwarz-silbern. System-Support, iOS und Android. Ja. Und dann halt hier die Seriennummer und so und dann halt hier nochmal. Sonst weiter nichts. Oh, da freue ich mich schon so drauf, ey. Weil ich habe wirklich riesen Probleme durch die Tattoos. Ich hab bis jetzt einige Sachen schon getestet. Wenn ich die Smartwatches, die anderen, an einem bestimmten Punkt trage oder in einer bestimmten Richtung trage, dann mistet. Sonst mistet bei mir nicht. Die Tattoos, sorgen dafür, dass das halt nicht geht. So, und tada. Boah, die sieht aber auch geil aus. Also die sieht schon, also die ist auf jeden Fall dicker als die Smartwatches, die ich bis jetzt kenne. Ja, die ist ein bisschen dicker. Das gucken wir uns gleich alles im Hardware-Video an. Wir gucken uns erstmal nur an, was mit bei ist. Wir haben halt praktisch die Smartwatch an sich haben wir. Dann haben wir hier, ups, ja, den Karton. Und den können wir aufmachen. Und in diesem Karton befindet sich dann einmal ein USB-Kabel. Aber leider nur ein Mini-USB. Wartet mal. Ja. Also kein USB-C, sondern nur ein Mini-USB. Band. Ach, hiermit sollen wir denn. Ah, alles klar. Das kenne ich von einem Kollegen aus dem Schmuckladen, aber eher, wo sie die Handbreite messen für die passenden Armbänder. Oder für Ringe gibt es das auch in Plastik. Kann man den durchziehen. Also denke ich mal, sollen wir halt die richtige Größe ermitteln. Schade, dass das jetzt raus ist bei mir. Da war ich nicht vorsichtig genug.
So, dann haben wir hier, oh, eine Ladestation, wo sie reinlegen können. Och, herrlich. Und nicht so, nur so magnetmäßig. Die wird dann hier reingeklickt. Aber wenn die schon so groß ist, da müssen sie sich mal echt mal was einfallen lassen. Induktion laden oder hätten irgendwo hier einen USB-Anschluss mit drin und dann. Aber das machen ja viele so. Entweder Bandabmachung mit USB oder so eine Ladestation oder magnetisch. So. Und dann haben wir auch hier schon die DP Doctor Smartwatch Quick Guide. Also ist nicht, ja, ist die BP Doctor Smartwatch. Hier haben wir den QR-Code für die App, die habe ich schon runtergeladen. Die ist sogar in Deutsch. Hier steht auch nochmal alles drin, was mit bei ist. Leider das auch hier alles in Englisch. Verbinden, Home-Button. Oh, das ist aber leicht erklärt hier. Also wenn das jetzt wirklich so leicht funktioniert, wie die erklärt ist, dann das wäre ja geil. Ne? Das werden wir gleich sehen im Hardware-Video. Und dann haben wir noch ein ja, auch alles in Englisch, aber ich habe ja ein Smartphone und es hat einen Übersetzer drin und man kann auch Fotos übersetzen. Das funktioniert schon. So, also wir haben einmal für Einrichten, für die erste Einrichtung, dann die ganzen Einstellungen und so. Dann haben wir ein Band zum Messen für unser Hand, denke ich. Einmal USB, eine Ladestation und die Smartwatch an sich, die wirklich geil aussieht. Die hat auch ein ordentliches Gewicht. Die wirklich geil aussieht. Mit dem Silber und dem Schwarz. Ah, hier seht ihr das schon. Hier ist so ein. Oder seht ihr das? Ihr seht ihr nicht richtig. Hier ist, sieht man so ein bisschen durchschimmern, den Sack, der sich dann aufbläht. Da. Hier unten da. Boah, ich bin so gespannt. Also wenn das wirklich funktioniert, ey, dann werdet ihr die eierlegende Wollmilchsau, würde ich mal so sagen. So. Dann würde ich mich jetzt für dieses Video auch von euch erstmal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich Däumchen wären Träumchen. Und wir sehen uns hoffentlich im Hardware-Video gleich wieder, wo wir die einrichten werden, verbinden werden. Also erst verbinden, dann einrichten. Und vor allen Dingen testen werden. Bleibt dabei. Bis gleich. Ahoi, sagt euer Odin. Odin's Test.